Angst. Gut, Rosa und Freund, das war Zufall. Die kannte ich nicht wirklich, aber damals hatte ich angefangen, meinen ersten Auftrag für Gebo. Das war für das Berlin-Special, was der 750-Jahr-Feier Berlin erschienen ist. Und ich sollte die Ostberliner Szene fotografieren. Sie haben mir Filme geschickt und ich hatte über ein Jahr Zeit, an diesem Thema zu arbeiten, was übrigens meine allererste Farbreportage war. Bis dahin habe ich immer nur ausschließlich schwarz-weiß fotografiert. Aber dadurch, dass ich so viel Zeit hatte und auch ausreichend Material, ist dann noch eine zweite Geschichte von mir ins Heft gekommen über Ostberlin als Stadt. Und ein Freund von mir, der kannte die beiden in der Keter Niederkirchner, übrigens die Straße, wo wir dann später unsere erste Agentur angesiedelt hatten, also der erste Raum, wo wir saßen als Agentur in der Keter Niederkirchner 35. Und ich habe sie da auf der Straße fotografiert und dann auch zu Hause noch, das Bild zu Hause, wo sie zwischen aufgehangener Wäsche auf dem Sofa, auf dem Bett liegen, das ist dann im Geo erschienen, in der Szene-Geschichte. Wobei dann kam so eine kleine heitere Enttäuschung letztendlich, als ich meine Stasi-Akte bekam, stand über diese Geo-Geschichte drin, Auswahl zeichnet ein düsteres Schwarz-Weiß-Bild der Hauptstadt. Dachte ich, meine erste Farbreportage und Sie bezeichnen es als Schwarz-Weiß-Bild? Seltsam. Wie jede oppositionelle Richtung, Jugendausrichtung, war es natürlich oppositionell, aber es war eigentlich eher oppositionell in die Richtung, dass die Leute sich ein Stück jugendliche Freiheit erkämpfen wollten. Also nicht nach den Vorgaben des Staates, nur FDJ und erst Pionierbuch und dann FDJ und dann werde ich, weiß ich nie, GSD-Ausbilder oder gehe zur Armee und dieses und das. Also diese staatlich vorgegebenen Wege einfach zu umschreiten oder zu untergehen oder zu hintergehen. Da gab es eben viele Strömungen, also halt vorher die Hippie-Geschichte, die wie alles, was im Westen mal entstanden ist, dann 10 Jahre später auch in den Osten rübergeschwappt ist. Jede Bewegung gab es im Osten, aber eben halt mit Verzögerung. Einfach Freiheit zu suchen, Freiheit zu finden, eine Gemeinschaft zu finden von Gleichgesinnten, Gleichdenkenden. Also diese Bewegungen waren angesiedelt und für mich waren die Punks, weil sie nicht wirklich politisch ausgerichtet waren, sondern es ging um die eigene innere Freiheit gegen den Staat. War aber nicht eine politische Opposition, sondern eigentlich eine Opposition, die natürlich ist, gegen irgendwas zu rebellieren, um sein eigenes Ding zu finden. Und ich fand die sehr mutig, sich so zu zeigen und das auch zu leben. Also das, ich habe jede Art von Opposition, Jugendopposition, fand ich toll, weil das waren Ausbrüche aus diesem Staatsweg und das konnte man nur bejahen, sowas. Und für mich waren die Punks, die waren ja schwer gebeutelt, die sind ja auch verfolgt worden, da sind so viele in den Knast gegangen für nichts und wieder nichts. Das wollten sie auch zerschlagen, diese Szene. Anfang 80er Jahre haben sie ja teilweise auch geschafft, dass viele dann ausgereist sind oder die Jungs wurden zur Armee gezogen. Und die Bewegung ist so Ende 70er Jahre entstanden und Mitte 80er war es eigentlich schon fast kaputt gespielt. Da sind dann neue Geschichten entstanden, Hip-Hop und Skater und Rollerblades und weiß ich nie alles. Also hat sich dann ein bisschen verlaufen und viele von den Punks sind dann auch zu den Hooligans rüber, weil da kam dann doch ein bisschen Gewaltausleben dazu. Also für mich war das auch toll, dass sie mich als Fotografen zugelassen haben in der Szene, weil da ist nicht jeder reingekommen. Es sind ganz viele bekannte Freunde übrig geblieben aus dieser Szene, also nicht nur aus dieser, sondern aus vielen anderen, wo ich unterwegs war. Also von denen ich heute noch, nicht zehre, aber wo ich mich freue, dass ich Leute kenne, die
völlig unterschiedlich sind. Und als Fotograf die Möglichkeit hatte, in verschiedene Bereiche einzutauchen und verschiedene Bereiche zu leben, zu erleben und zu erkunden und auch innerlich mitzumachen.